Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Das letzte Mal haben wir das Training gemacht, kommt selbst, wir haben alles, ja, wir haben alle fertig gemacht und haben sogar eine Turtok voll verprügelt. Er versteckt sich jetzt in einem Panzer und traut sich nicht mehr rauszukommen. Geschieht ihm auch recht. Naja, genug davon. Ich habe mich das letzte Mal vorbereitet. Das wisst ihr ja noch, denke ich. Und jetzt gehen wir in die Solarhöhle. Weil es dort ein paar Sachen gibt, die ich gerne hätte. Also gehen wir mal. Weil vorbereitet. Gucken wir doch mal, ob das klappt. Oh, hi Dramato. Friss, Aquaknarre und keine Lebensschelle, weil du vorher stirbst. Okay. Wir geben unser letztes Giesing noch aus. Und damit ist jetzt Aquaknarre plus 4. Oh yeah, Aquaknarre, die Killerknarre. Wow. Ja. Also weitersuche. Oh ja, schön. Ich kann schon Abra mein Team bekommen. Das werde ich nämlich auch versuchen. Weil Abra brauche ich dringend. Wofür werdet ihr dann später noch sehen. Ich brauche es erstmal. Die ersten 5 Etagen werde ich mich genau hier sowieso ganz genau umsehen, weil ich nämlich hier was suche. Ein bestimmtes Item. Von Ebene 1 bis Ebene 5 werde ich mich deshalb hier sehr gut umsehen. Wow, Natu, du bringst ja richtig Erfahrung. Ach, wow, ich bin nicht beeindruckt. Wow. Ja, wir schauen mal, ob wir Abra ins Team bekommen und diese Items finden, die ich gern hätte. Komm, warum greife ich eigentlich nicht an? Obwohl, Geradax, mach. Gut, Geradax, toll hast du das gemacht. Darum wollte ich dich nicht angreifen lassen. Wow, schön. Unser einziger Belebersamen, den wir hatten, ist jetzt weg. Super. Geradax, Mensch. Du hast wenig KP. Und ist so, wieso machst du Abgangsgrund auf mich? Du willst mich doch nicht etwa killen. Oh ja, das hat weh. Friss einen Eisstrahl. Oder friss ihn nicht. Das geht ja toll los heute. Ich bin nicht beeindruckt. Ich guck mal gerade noch, wie unser Team eingestellt ist. Taktik. Ein Team und jetzt wahrscheinlich auch. Das ist ein Team. Ich denke die EQ-Fähigkeiten aus. Pikachu, wie sieht's bei dir aus? Ja, eigentlich ganz gut. Hier ist keinster Item. Gift, böse. Also ich vermute mal, wir werden für die Solarhöhle 2 Parts brauchen. Weil eben einfach dadurch, dass ich mich die ersten 5 Ebenen hier genau umsehen will. Und du bist kein Abra. Geh weg, Rosana. Das ist eine gute Erfahrung. So, Leute. Es geht weiter. Ich habe kurz, musste kurz Pause, Aufnahme pausieren, würde ich sagen. Und jetzt geht's aber weiter. Ja, so, da, Höhle. Hier gehen eine Etage nach unten. Gucken, ob es hier immer noch Abra gibt. Wie ist der eigentlich? Ja. Ich möchte ein Abra, mein Team. Ganz, ganz wichtig. So. Girafari geht down. Das ist schön. Wie viele Top-Elixier habe ich mitgenommen? 3. Ja, zu brechen. Und ich esse jetzt mal hier lila Gummi. So. Schön, eine Sackkasse. Das ist ja wunderbar. Hallo, Tanel. Wie wär's eigentlich Schaufler? Bam. Pikachu, kannst du keinen Rucksuppi? Pikachu. Doch, ich habe ihn dir ausgemacht. Ups. Okay. Dankeschön. So. Dann. Pokémon. Hi. Spoing. Hier, friss das. Genau. Geradax, darauf habe ich gewartet. Das hast du super gemacht. Natu. Genau, Pikachu macht sowas.
Tornado-Rakete. Bam. Wow. 17 Erfahrung. Ups, ich wollte... Ich hab schon Tarnel, geh weg. Außerdem brauche ich Platz für Abra. Abra, wo bist du? Abra, wo bist du? Abra, Kadabra! Nein. Schade, ich hatte, wenn ich Kadabra rufe, kommt ein Abra, aber jetzt ist nur ein NATO gekommen. Schade. Der Zaubertrick hat nicht funktioniert. Sehr schade. Wir warten mal ein bisschen. Ich will ein Abra haben. Ich habe noch nicht mal ein Abra gesehen, aber bei Anzeigversuche stand Abra. Du bist ein Isso und ein Isso ist doof. Hier. Abra, Kadabra. Nee, funktioniert. Hallo, ich sagte Abra Kadabra, nicht Abra Isso. Verdammt. Eieieiei. Komm, einmal warten wir noch. Nö. Oh, Geradax, brauchst du nicht für dummes Nachdenken EP verschwinden. Ja, was? EP? Ich meine AP. Okay, ich habe mich gerade erschreckt, weil der Raum so groß ist. Aber okay. Afa gibt's immer noch. Schön. Tunnel habe ich, ja. Abra, bist du da? Wo sind die Abras? Ich brauche sie. Oder ich brauche ein Abra. Mehrere brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche nur einen. Ein TM. Oh geil, ich habe gerade Flammenwurf gefunden. Flammenwurf, das ist fucking awesome. Hi Tarnel. Gera sagt, du darfst es gern killen. Genau, schieß in die Nadel in dein Auge. In dein Auge. Das tut schon weh. Genau so. Okay. Hi. Abra? Nö, Tarnel. Oh, Pikachu, warum musst du es aufwecken? Ja, Pikachu kennt gerne unschuldige Pokémon. Ist sein neuer Job. Unschuldige Pokémon um die Ecke bringen. Einfach schlafen. Einfach mal hinten mit Rucksuppi beim Überbraten. Rosana, geh bitte weg. Ich mag dich nicht. Hier. Friss Schaufler. Es geht down. Boing. Das war gemein. Nein. Geradax, geh da weg. Anführer. Okay. Geradax ist auf der Schusslinie. Wechseln wir wieder. Mal. Haben wir eigentlich... nee, zum Werfen habe ich nichts. Panzerort, was ist das? Okay. Ich muss erstmal die Verwirrung weg. Genau, Geradax, zu sowas. Danke. Auf die Idee bin ich gerade gar nicht gekommen. Irgendwie ist eine kleine Ebene. Keine Abras, aber den großen Raum müsste ich eigentlich... Okay, war nur ein Rosana. Abra. Rosana, geh weg. Geradax Haus um. Danke. Abra, wo bist du? Du bist ein Girafarik, du bist kein Abra. Auch Abra. Genau, hier. Geradax, du hast ganz super getroffen. Ich bin fast stolz auf dich. Aber nur fast. Abra? Kommt nicht mal. Was war das? Ich gehe mal lieber weg. Boing, ja. Das war mir schon beinahe klar. Hallo? Würdest du mal aufhören, mich anzugreifen? Das tut nämlich weh. Puh. Natu, oh. Nee. Hier, Eisstrahl. Danke. Oh Gott, was ist das für ein Part? Es geht irgendwie alles schief. Würden die mich verarschen? Gibt es hier wirklich Abra? Ich bezweifle es. Oh.
Christoph. Du frisst Eisstrahl. Hm. Da. Und Tomato. Du hast gute Erfahrungen gebracht. Von daher sage ich okay. Ja, das ist eine echt gute Erfahrung. Okay, nur Rosana, ich würde gerade sagen, wenn das jetzt ein Abfahrer war, Gerard, dann kill ich dich. Aber irgendwie kommt hier so oder so kein Abra! Der Magen knurrt schon, wow, das ist auf Ebene 3. Ja komm, ich hau mir einen Apfelring. Und vielleicht hole ich mir Offscreen das Abra mal sehen. Genau, Geradax haut um. Komm einfach mal, warten wir noch ab. Ja. Nö. Okay, wie kackt der? Dachte sich doch. Miliki, gibt's hier immer noch Abras? Angeblich ja. Aber ich glaube irgendwie nicht dran. Jetzt sieht es nicht so aus. Weil ich noch nicht mal bis jetzt einen Abra gesehen habe. Das war. Oh, das war Mondstein. Der ist Slamkost. Aber gut, anscheinend doch nicht. Abra! Hi! Geradax, weh, du killst es. Ich muss es killen. Hi Abra, komm in mein Team! Nein. Leider nicht. Schade. Aber gut, es gibt welche. Du bist nervig. Geh weg. Dem. Wir sterben. Oh, Geradax erreicht Level 31. Mindestens steigen alle Werte noch. Auch wenn sie nur um einsteigen. Okay, ich habe überhaupt nicht das Item gefunden. Weil ich noch brauchen werde. Das ist irgendwie nicht gut. Würde ich mal sagen. Oh Gott. Die Solarhöhle. Da komm mal her. Und kabam, du bist weg. Weg vom Fenster. Tunnel. Also los, Pikachu, unterstützt mich. Ja, das war eine Sofortausstützung. Nö, ich hab keine Lust. Das ist eine Attacke. Ich hab Pikachu wohl keinen Bock mehr. Oh, der Rucksupi ist einfach alle. Ich denke mir jetzt einfach leer. Friss den Schaufler. Hm. Komm, jetzt. Tomato. Und tschüss. Hi, Tane. Ach komm, friss einfach das. Und Schuss Tomato. Pikachu erreicht Level 32. Ja. Sehr schön. Wow. Deswegen Werte steigen alle fast noch um 2. Das hat mich schon fast beeindruckt. Eigentlich hat mich beeindruckt, wenn ich ehrlich bin. Aber hey, was soll's. Der Magen knurrt. Hey, das war mir. Das ist mir schon klar. Nein. Böse Slime-Falle. So. Wir essen die Slamkost. Gehen jetzt ganz schnell hier runter. So, Höhle U5. Geo-Rock-Brock. Warum nicht? Hat du, dich will keiner. Geradax, danke. Wie viel Schaden? Geradax bekommt einfach viel zu viel Schaden. Deswegen lässt sich nichts sagen. Ja. Danke. Hallo, Rosana. Komm mal her. Abra, ja. Gibt's hier wohl immer noch. Hm. Wow. Irgendwie
Ich habe nur ein Achtpaar gesehen. Und das hat sich natürlich auch nicht angeschlossen. Nein, hör auf damit. Jetzt die Aquaknarre, das Lebensschelle. Oh, wo bist du? Abra. Wir haben heute anscheinend kein Glück. Gehen wir weiter. Gibt's hier noch Abra? Bin mir nicht sicher. Wow, Abra bietet die eigentlichen Pokémon, die sich hier noch anschläfen können. Okay, Pulverschnee. Aua. Ja, das war's für Geradax. Geradax dachte sich, nö, ich geh jetzt nach Hause. Auf Wiedersehen. Böses Rostana. Ja, ich esse jetzt mal den Apfel. Eine Beere, die lasse ich mal gekonnt liegen. Oh, ich hab die Treppe gefunden. Das wäre ja beinahe praktisch, wenn ich sie jetzt mitnehmen würde. So, nein, ich möchte nicht im Bett tauschen. Wie lange geht denn der Part schon? 16 Minuten, wow, ich bin erst auf Ebene 6. Ich bin ja, wow. Ja. Ne? Hierfür bräuchte man so einen Orb. Das war dumm. Pikachu. Okay. Man bräuchte einen Orb, womit man sehen könnte, wo die Feinde sind. Den gibt's ja auch wirklich. Ich weiß auch gerade nicht, wie er heißt. Da könnte ich ja einfach besser finden. Weil, ja, da müsste ich, wo deine Gegner sind. Du musst einfach nur zu den roten Punkten gehen. Also, wieso nehme ich das eigentlich nicht mit, nicht doof? Das war 8 Stück, wow. Warum habe ich das mal nicht ausgerüstet? Ich bin ein Held. Wow, meditiert. Danke, gut gemacht, super. Ja, Pikachu, das für dich. Und Schaufler. Meditiere auf damit. Das muss ich dir wehtun. Das macht Schaden. So. Fixieren. Das ist so, ja. Wow, macht das Schaden. Hey, aufhören. Das wirst du gar nicht. Abra, wo bist du? Abra. Oh, meditiere auch damit. Das wirst du nicht. Tschüss. Danke. Okay, noch einmal meine linke Attacke. Dann muss ich die auch schon wieder auffüllen. Hallo, Rosana. Was bist du denn? Nein, das war nicht richtig. So. Ich würde meine linke Attacke machen. Stimmt. Hier. Meine anderen Attacken haben auch nicht mehr so viel AP. Okay. Schaufler! Bam. Ich weiß nicht, ich habe Elixier benutzen. Muss ich auf der Ebene? Schaufler! Oh, ich kann schon doch noch gut zu piepen. Okay. Bam. Was kommt jetzt noch Schönes? Ein Mediki. Astral. Mal angreifen. Weg. Pikachu, das kannst du machen. Danke. Doch was? Ich spende hier nur meinen Magen. Und deine Zeit. Nö. Ich gehe, tschüss. Kein Bock mehr. Ja, und die Hülle hat sich verändert. Gibt's jetzt noch Abfahrt? Wow, das gibt's tatsächlich noch. Hätte ich hier nicht mitgerechnet. Und hallo, Mediki. Das Eisstrahl. Oh, der macht doppelt Schaden. Ey, stirb. Und ein Top-Elixier. Und ich würde sagen, der Part. Der Part ist Ende, genau das würde ich sagen.
Ich beende den Part hier. Das nächste Mal sehen wir uns weiter in der Solarhöhle um. Und ja, gucken wir mal. Also, ciao und bis dahin.